bin halt standorttreu und seit 35 Jahren jetzt hier in Hannover. Aktuell haben wir 15 Pferde und 3 Mitarbeiter. Das ist optimal als Trainingsmöglichkeiten. Hier ist es sehr ruhig. Wir sind etwas abseits vom Schuss nach Frankreich, aber dafür hat jede Medaille zwei Seiten. Wir haben hier absolut gute Trainingsmöglichkeiten und mit perfekten Bedingungen, um junge Pferde auch vorzubereiten. Na gut, man ist ständig draußen, man arbeitet mit in der Natur, mit jungen Pferden, mit jungen Menschen. Das macht schon viel Spaß und kann entspannend sein. Also wir haben hier eine komplette Hindernisbahn, wo wir Pferde sehr gut schulen können. Und das ist abseits von diesem Gelände, aber eben auch nah dran. Es sind aktuell eine, aber es werden 2 oder 3 regelmäßig gesprungen. Und der eine oder andere davon wird auch demnächst laufen. Ja gut, das Springen allgemein ist für die Pferde nicht schlecht, um mal was anderes zu sehen, um sich anders zu bewegen, auch mal ein paar andere Muskeln zu gebrauchen. Das hilft auch jungen Pferden, etwas Scheu von Hindernissen oder vor anderen Sachen zu nehmen. Im Allgemeinen, wenn ich Irland sehe, hat jeder große Stall hat da auch Hindernispferde, was hier undenkbar wäre. Aber die ganzen großen Flachtrainer von O'Brien angefangen haben auch Hindernispferde. Na gut, ich bin in der Pferdekrippe aufgewachsen, bei meinem Vater in Warndorf oder bei meinen Eltern in Warndorf. Hab mit 7 das erste Ponyrennen geritten, mit 12 erste Rennen geritten, mit 14 erste Hindernisrennen geritten. Und mit 25 habe ich mich aus dem Sattel gefuttert und habe dann angefangen zu trainieren. Waren tolle Sachen dabei, wir haben 10 Grupperennen gewonnen. Dann Electric Beat 4 Wochen bei mir, Goldene Peitsche gewonnen, dann Karriere beendet, Deckhengst geworden. Boscaccio war natürlich ein Aushängeschild, der aber auch nachher für einen kleinen Knick in der Karriere gesorgt hat, weil ich nicht der Mann war, der die Union gewonnen hat, sondern der das Derby verloren hat. Mal eine Runde hier noch drehen hinter mir. Die Tabea, die ist schon seit 11 Jahren bei mir, hat Rennerfahrung, hat Auswahl 2 gewonnen. Na, wann war das? 2018. 2018 mit Boscaccio und Auswahl 2 gewonnen. Dann ist die Sonja Daroszewski, ist Hindernis-Champion-Jockey. Wir haben auch wieder Hindernispferde. Und heute reitet die Selina Torres-Wengemuth mit, die auch Rennerfahrung hat. Und auch im Training braucht man gute Reiter, um die Pferde vernünftig auszubilden. So, ihr könnt los dann. Ihr beiden geht eine Runde, große Bahn, eine lange Runde. Selina auch. Ja, die Sicherheitswesten brauchen wir, um die Leute beobachten zu können, weil dies alles hier ein bisschen weitläufig ist. Und dann habe ich im Blick, ob alles im Lot ist und im Lot ist. Ich behandle jedes Pferd und so, als ob es mein eigenes wäre. Oh, guck mal, ne? Das ist ein neuer Fernsehstart, ne? Oh. Pferde sollen sich wohlfühlen, jetzt ein bisschen grasen, wenn das Wetter mitspielt. Ein kleines Wohlfühlprogramm, vorher das Wälzen, Abwaschen. Nachmittags gehen sie entweder auf die Koppel oder nochmal an die Führmaschine. Und grundsätzlich sind sie 2-mal am Tag draußen. Man sieht es an den Pferden, die sind sehr ausgeglichen, fühlen sich wirklich wohl, was auch schon äußerlich zu sehen ist. Dann. Das hat der Trainer färbt ab. Wir haben so eine kleine Weinlaube mit einem Grill davor und das trägt mit Sicherheit zum guten Stallklima bei. Wir haben gestern Abend Rennen wieder gegrillt. Das stärkt den Zusammenhalt vom Personal und Besitzern, die dann abends auch noch kommen und es trägt zum guten Stallklima bei. Raus mit dir. Los, husch, husch. So, mein Team und ich bedanken uns für den Besuch, wünschen alles Gute. Wir könnten auch noch ein paar Kunden gebrauchen. Platz ist da. Vielen Dank für den Besuch.